Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Arezu. Ich bin Arezu und heute kann ich tatsächlich zum Bosskampf gehen. Allerdings muss ich erst einmal gucken, ob auch jeder wirklich vorbereitet ist. Thornwill, unser Schütze, ist das offenbar. Also zumindest was die Fähigkeiten angeht. Hoppala. Aspect. Ja, ebenso. Dann gucken wir mal nach Hakunt. Aha, hier müssen wir noch definitiv etwas investieren. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir Vitalis mit oder Perry? Eigentlich... auf jeden Fall müssen wir erstmal... So, bei beiden dafür sorgen, dass sie wirklich... So. Bei beiden dafür sorgen, dass sie wirklich vorbereitet sind, wenn ich mich für sie entscheide. Oh, der hat sich auf Level 2 geschlagen, ohne dass er... einen verbesserten Skill gehabt hätte. Cool. Hat er gut gemacht. Dann sollten wir aber mal nachgucken, was das hier denn ist. Ja, das würde ich dann eher austauschen. Wahrscheinlich durch das hier, so. Ja, das ist dann gut. Dann gehen wir direkt mal rein, wechseln das hier, dem hier aus. So. Vitalis, naja, ist eigentlich schon ziemlich gut. Muss ich gleich nachgucken. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal in die Schmiede und gucken, ob wir noch was mit den Waffen machen können. Beziehungsweise den Rüstungen. Können wir tatsächlich, und zwar bei jedem. Zumindest was die Rüstung angeht. So. Oh, hier können wir sogar Waffen und Rüstung aufwerten. Sehr gut. Und wie sieht es denn mit euch beiden aus? Ja, bei denen können wir besonders viel machen. So. Dann geht's jetzt endlich los zu einem Boss, der... Ja, das ist eigentlich ein tolles Item, das will ich haben. Dann nehmen wir das mal. Also vorausgesetzt, wir können dort gewinnen. Nehmen wir das. Ich gehe jetzt gerade ganz optimistisch ran. Beziehungsweise ging ich es bis eben. Okay, mal sehen. Hier haben wir die Selbstheilung um 8. Das ist schon mal ziemlich gut. Hier haben wir nur die Heilung um 4 bis 6. Aber dafür nochmal den Stress hier, der ebenfalls sehr wichtig sein kann. Tja, wen von euch nehme ich jetzt? Ich denke, ich nehme einen Vitalis, weil er noch den Debuff bei hat. Und einen Boss zu debuffen dürfte ziemlich gut sein. Oh, das ist der Schweineputz. Moment, was hatte ich eben ausgewählt? Moment, hier. Necromancer Apprentice. Den Schweineprinzen jage ich später mal. Wir müssen viel Essen mitnehmen. Und viele Fackeln. Ich will wirklich auf Nummer sicher gehen diesmal. Und mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Ja, er hat irgendwas über die Nekromantie erzählt, aber these halls. Ich hab Schwierigkeiten mit dem Akzent. Okay. Nur die Verrückten oder die Verzweifelten gehen los. Ich weiß ja, zu was ich gehöre. Da ich eine Weile nicht gespielt habe, bin ich definitiv nicht verzweifelt. Oh, verdammt. Ich hab vergessen, auf die Krankheiten und so weiter zu achten. Ich nehme das jetzt da bewusst nicht mit. Weil es auch negativ sein kann. Und ich möchte möglichst wenig Möglichkeiten hier haben, was Negatives anzusammeln. Bevor wir zum Nekromanten kommen. Ah, sehr gut. Und zack. Da ist der erste down. Der zweite so gut wie down. Und warum schießen die dauernd auf meinen Heiler? Das gefällt mir nicht. Oh, verdammt.
Na gut, die Leiche ist weg, das ist schon mal was. Judgment, heil dich selbst. Mach das. Oh! Nice! Destroy them all. Na gut, hacken wir uns jetzt mal hier durch. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Und. Okay. Wir haben hier ziemlich viel Schaden jetzt genommen, dafür, dass das wirklich nur eine kleine Anfangsgruppe war. Aber es hätte schlimmer kommen können. Success. Scouting. Yay. Vielleicht zeigt mir das ja. Or is it merely a trick of the light? Irgendwas wirklich besonders Nekromantisches konnte ich jetzt nicht sehen. Flut. Sehr gut. Schon wieder Gegner, die ich jetzt gerade gar nicht will. Der hier hat tatsächlich Protection 15, das schneiden wir mal auf, damit er blutet. Oh verdammt, er will nicht bluten. Oh. Unbalanced. Autsch. Stressattacken sind besonders schlimm jetzt gerade. Weil Stress so schlecht wegzukriegen ist wieder. Oh. Ja, ist halt immer noch so. Aber, naja, das nimmt auch nur sehr wenig von dem Stress gerade weg. Ja, das ist sehr gut. Verdammt. Eben haben sie sich alle auf den Heiler konzentriert, jetzt auf meinen Grabräuber. Und die paar Crits helfen da auch nicht wirklich. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ich weiß nicht, ob es ein besonderes Symbol gibt, wenn man in den Raum für den Endboss geht. Deswegen wollte ich auf jeden Fall jetzt erstmal... Verdammt. Auf jeden Fall das Licht haben. Job. Und tschüss. Sehr gut. Ja, das war kein schlechter Einstieg. Die Heilung haut einigermaßen hin. Es könnte schlimmer werden, schlimmer sein. Und so. Also, bisher habe ich nicht wirklich Probleme hier. Könnte an den neuen Waffen und so weiter liegen. Blight, haben wir irgendwas gegen Blight? Nee, ne? Hätte er sich nicht dran schneiden können. Vielleicht ist der Boss ja auch hier drin. Ich weiß es nicht. Okay, da haben wir einen Widerstand gegen Blight gehabt. Das ist gut. Beinahe reingerannt. Okay, hier haben wir nichts. Den Raum muss ich gar nicht untersuchen, weil unmarkiert wird er über... wird er auf keinen Fall sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Erstmal die kleinen mit Löchernen. Und jetzt schießen die schon wieder auf meinen Heiler, das dürfen die gar nicht. Das habe ich denen nicht erlaubt. Auf meinen Damage-Dealer zu schießen. Eigentlich, ja, den Tank dürft er. Ausnahmsweise. Okay. Heilung für den... Oh, wieder ein Crit. Sehr schön. Und Schuss. Bleibt nur noch ein Gegner übrig. Der schießt schon wieder auf meinen... Am Heiler. Ich gehe eigentlich davon aus, dass dort nicht der Boss drin sein wird. Oh, eine Karte. Das bedeutet normalerweise, dass alles aufgedeckt wird. In diesem Fall offenbar nicht.
Also ich nehme nicht wirklich an, dass der Boss hier drin ist. Ja, ist auch nicht. Ich nehme wirklich an, dass der ein spezielles Symbol auf der Karte dann hätte. Und zack, zwei weg. Und zack, drei weg. Hiermit hätte ich eventuell alle noch erwischt, aber oh Gott. Da wehrt sich jemand. Perfekt. Gut, sie hätte sich eventuell voll geheilt, hätte ich den richtigen hier dafür genommen. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Okay. Der Schlüssel hatte keinen Effekt. Dann gehen wir jetzt hier lang. Vorausgesetzt, wir haben nicht zwischendurch Scouting, dann könnte sich das natürlich ändern. So. Ja, dann ist was. Heilung ist gut. Nein, das machen wir wieder nicht auf. Kampf, deswegen Licht. Was ich auch hätte machen können noch vorher, wären Kampffähigkeiten mal. Also die aufleveln. Ich stürz gerade das Spiel ab. Ich unterbreche sicherheitshalber die Aufnahme, sonst fehlt wieder ein großer Teil. So, da bin ich wieder. Humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? So, okay. Das Spiel ist abgestürzt und... Ah, trotzdem können wir weiter. Sehr schön. Go in search of him. So, hoffen wir, dass es jetzt so weitergeht. Ja, es geht weiter. Wunderbar. Ich war einen Moment lang beunruhigt. Schneid die hier mal bitte durch. Danke sehr. Und nach dem Neustart läuft's auf einmal viel besser. Meine Leute werden verfehlt, one-hitten. Alles wunderbar. Und die Heilung. Und der Win. Und sie macht schöne Crits. Das ist sehr gut. Oh, noch ein bisschen Essen neues. Sehr schön. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ja. Wenn man sich überschätzt, dann wird man getötet. So. Inhalt hier mies. Oh Gott, oh Gott. Aber wie könnte ich jetzt mich gerade nicht selbst überschätzen, nachdem meine halbtote Heilerin wieder volles Leben hat und meine Grabräuberin, die total gestresst war, ungestresst ist. Doch alles so wunderschön gerade. Scouting, okay. Ein leerer Raum. Ja, die Viecher hier sind nervig. Gerade wegen diesem Skill. Stress-Skills sind immer doof. Uiuiui. Der sieht das offenbar genauso und reagiert entsprechend. Wenn ich erstmal... Uiuiui, sehr schön. Wenn ich erstmal hier weiter durch bin, durch die Bosse, dann sollte ich langsam anfangen, mir mal die Namen von meinen Elite-Soldaten hier zu merken. Ich habe so viele in der Zwischenzeit schon verloren, dass ich mir gar nicht mehr wirklich die Mühe gemacht habe. Ich habe inzwischen die Namen der Toten um einiges besser im Kopf, weil ich die nach jedem Abenteuer nochmal verlese. Namen der großen Helden.
Ja, das ist definitiv ein Symbol für einen Boss. So, wir essen so viel wir können, weil wir nachher vielleicht keine Gelegenheit mehr haben. So. Wir brauchen besonders viele Buffs. Mehr Genauigkeit und Dodge, das machen wir hierhin. Stress erhöhen bei anderen? Nein. Stressresistenz geben wir mal der Heilerin. Scout-Chance brauchen wir nicht. Stressresistenz geben wir mal dem Tank. Und eine Krankheit kann man, können wir wegmachen noch. Wir haben tatsächlich auch, oh Gott, ganz viele. Vielleicht kann sie sich ja bei, kann sie sogar selbst was von sich wegmachen. Oh, ja, okay. Alle Krankheiten auf einmal weg, sehr schön. Sollte sie öfter machen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Rest der Zeit? Hier können wir ein bisschen Stress wegnehmen, das ist gut. Heilung brauchen wir jetzt nicht wirklich. Scout Chance, wie gesagt, auch nicht. Ja, Banditensinne, um eventuell den Boss sogar zu überraschen, das wäre doch schön. Und das war's. In Radiance may we find victory. Dann gehen wir mal los. Und besiegen diesen Boss. Ich meine, es ist nur ein Nekromant, was soll er machen? Horden von Untoten auf uns setzen? Gut, überrascht haben wir nicht. Aber vielleicht können wir ihn bluten lassen. Er hat kein Dodge. Er hat nicht mal Protection. Und er hat einen Crit abbekommen. Okay, bisher scheint es ja ganz gut zu sein. Da kommt der erste Untote, okay. Oh verdammt, beide verfehlt. Der Heiler konzentriert sich am besten jetzt mal wirklich aufs Heilen. Und Blight bitte noch. Das ist ein starkes Blight. Aha. 6 Feet Under, na klasse. Will der uns jetzt lebendig begraben? Oder was? Weiter Blights schießen. Ich denke, das ist meine beste Chance zu gewinnen. Aber um die vorne kümmere ich mich am besten gar nicht so wirklich. Und die Untoten, weil der einfach immer weiter welche rufen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist eben ein Nekromant. Aber die Buffs können wir ja verteilen. Gut, da kommt wieder die Attacke gegen alle. Und Schuss. Oh, wieder ein Crit, sehr gut. Das läuft wirklich erstaunlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut laufen würde. Leid bitte. Oh, verdammt. Achso, nur dem Debuff widerstand, okay. 12 Schaden pro Runde alleine durch das Blight. Heiler, heile dich selbst. Tank, heile dich selbst. Und unser Heiler macht Schaden. Sehr gut. Also die Untoten beeindrucken mich jetzt nicht wirklich. Und so. Bam! Tja, das lief wirklich viel besser als ich dachte. Viel, viel besser als ich dachte. Plus 4 Dodge, Minus Geschwindigkeit, ja,
Stun-Skill, Chance allerdings für Grabräuber, die ich überhaupt nicht auf Dodgen spiele. Mal sehen, sie hat keinen Platz mehr. Dann geben wir dir mal was zum Dodgen. Bitte sehr. Und das nehmen wir noch mit. Na, dann machen wir erstmal weiter, ne? Ich meine, wir haben ja noch eine ganze Menge einzusammeln. Obwohl, wenn ich nichts einsammle, beziehungsweise wenig, dann kann ich früher mit dem nächsten Boss weitermachen. Und so macht das wirklich Spaß. Die Gruppe ist voll ausgerüstet. Und ja, metzelt sich einfach durch. Ja, wir gehen mal raus. Hier verkaufen wir erstmal das ganze Zeug, das wir nicht benutzt haben. Ich war etwas übervorsichtig, wie mir scheint. Ich hoffe, das ist jetzt überhaupt ein Gewinngeschäft, was das Gold angeht. Okay. Oh, verdammt. Thornwill ist auf Stufe 3. Das heißt, er wird jetzt wohl nicht mehr mitmachen beim nächsten. Okay, Nachtblindnis durch weniger Blutresistenz ersetzt. Ruinen-Erkunde, okay. Stadt ausbalanciert, also das war, dass er weniger bewegt werden konnte. Weniger Bewegungsresistenz, aber dafür mehr Stressresistenz. Gut. Das mit dem Aufleveln zu schnell ist jetzt auch ein bisschen doof. Das heißt, ich muss jetzt wirklich noch einen... Moment, vielleicht kann ich Fairfax einfach dann nehmen. Aber ich habe tatsächlich... oh Gott. Gut, der kommt erstmal in die Irrenanstalt, bevor ich den als DD mitnehmen darf. So. Das ist in Ordnung. Ist auch einigermaßen in Ordnung. Nehmen wir erstmal das weg. So, sonst irgendwas? Ja, das hätte ich vielleicht mal machen müssen, sein Feuer. Moment. Extra DC. Hier. Sehr gut. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Moment. Weniger Stressresistenz, das machen wir tatsächlich mal weg. So. Gut, also. Unser selbstsüchtiger Fairfax, den wir jetzt tatsächlich demnächst mitnehmen müssen, offenbar. Obwohl, vielleicht könnten wir auch Dumont mitnehmen. Quasi als Off-Tank und als DD. Das würde mir ehrlich gesagt besser gefallen. So, schauen wir mal, was sich hier so verändert hat. Nichts weiter. Okay, man kann jetzt den nächsten direkt in Anspruch nehmen. In Angriff nehmen. So. Und der ist auch noch für Schüler, also Apprentices. Hier, der will nicht mehr. Das ist jetzt echt doof. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir verabschieden uns von den Leuten, die uns erstmal soweit... Nein, wisst ihr was? Das ist ein fröhlicher Tag, wir haben den Boss besiegt, wir trauern heute nicht. Die können um sich selbst trauern. Die haben doch bestimmt eine Familie, die um sie trauert. Wir trauern beim nächsten Mal wieder. So, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns. Lebt wohl, kommt wieder. Hinterlasst Kommentare. Adios.